Hallo, heute beginne ich eine kleine Videoserie über den Umbau von einem Traxxas UDR. Diesen hier, den habe ich damals vor 2 Jahren gebraucht, als Ersatzteilspender gekauft. Habe dann in den letzten Jahren Käfigteile, Vitamon-Teile, Regler, Motor und so weiter alles neu gemacht, Felgen. Diese hier, das sind die Traxxas Pellreifen mit Vitaron Alufelge. Und hier sind noch ein paar Käfigteile und was weiß ich. Ich möchte euch die Teile zeigen. Ich möchte mit euch die Teile einbauen. Und da gibt es so ein paar Besonderheiten bei dem UDR, zum Beispiel die hintere Achse. Die sieht nach 2 Jahren so aus. Zähne sind noch alle gut. Das machen wir neu. Da ist ein Differential drin. Der UDR hat normalerweise hinten kein Differential. Das habe ich nämlich in das Mittelgetriebe gebaut. Das kann man tauschen 1:1. Das tauschen wir jetzt wieder zurück, weil der UDR mit starrer Achse hinten macht auf jeden Fall mehr Spaß. So, das machen wir. Dann bekommt er ein Vitagon Bulkhead mit Differentialgehäuse. So sieht das Originale aus. Das bauen wir zusammen ein. Dann kriegt er eine neue Lenkung. Alles in Blau. Und dann haben wir noch die vorderen Radträger mit größeren Radlagern. Bauen wir auch mit euch ein. So, ich höre zwischendurch immer mal so ein bisschen auf zu reden, dann mache ich einen Zeitraffer, damit ihr nicht so lange gucken müsst. Eine schmierige Angelegenheit, daher erzähl mal. Das ist das Pseudo-Diff, also eine Spule ohne Differentialgehäuse. Das gehört nach hinten, also bauen wir das um. So, das ist das Hauptzahnrad vom UDR. Und das muss aufs Diff geschraubt werden, also müssen wir dieses Teil umtauschen gegen das Differential. Das Differential sitzt hier drin. Das nehmen wir da jetzt aus. So, an die UDR-Fahrer, die schon mal die Hinterachse auseinander gehabt haben und die Vitamon-Achse nicht kennen. Das ist ein Gehäuse, also ein Teil. Das Original ist aus 2 Teilen zusammengesetzt. Und hier sind 2 Halter für die Lager. Jetzt habe ich die 4 Schrauben raus. Jetzt können wir das einfach hochnehmen. Das muss jetzt alles raus und dann wird das Teil eingesetzt und dann können wir die Achse wieder zusammenbauen. Ich benutze als Fett
für die Zahnräder, für alles, für alle Getriebe eigentlich. Red and Tacky Grease. Das ist rot, wie der Name schon sagt. Und wenn man es fährt, dann wird es dunkel. Nicht, weil es einen Metallabrieb gibt, sondern so kann man sehen, wo, an welchen Stellen, wenn man es aufmacht, wo es fett gearbeitet hat. Das heißt, wenn es irgendwo noch rot ist, so wie hier zum Beispiel, dann wurde das Fett an dieser Stelle gar nicht benutzt. Es hat sich gar nicht gedreht, es hat nicht geschmiert. Und das ist in dem Mittelgetriebe am Hauptzahnrad. Und da ist es tatsächlich nicht vonnöten, das einzuschmieren. Jetzt machen wir hier das Tellerrad ab, tauschen das mit dem und dann haben wir das meiste schon geschafft. Eine Dichtung drin, natürlich. Schon fertig zum Einbau. So, jetzt haben wir das hintere Teil für das Tellerrad. Raumsicherung, weil das ist original von Traxxas, schon aus Alu. Tellerrad drauf. Läuft. Gut, die Diffs sind getauscht. Ätzende Arbeit, aber ist eigentlich easy. Dann machen wir noch den Einbau in die Hinterachse. Ich bin zu faul, die Hinterachse rauszunehmen. Also machen wir es so. Man kann an den Spuren vom Fett sehen, wie rum die Glocke rein muss. So. Und das ist. Ja, das passt so.
So, wenn die Glocke dran ist, dann können wir die Achsen reinschieben. Ich fette die immer ein. Dann kommt kein Dreck in die Achse. Kommt aber eigentlich eh nicht. Das sind übrigens noch die Felgen auf Originalbereifung. Schön. So, Achse rein, Lager ist hier drin. Und läuft, dreht sich schon. So, dann nehmen wir schöne Edelstahlschrauben. So, cool. Achse ist fertig. Das ist schon mal gut. Habe ich das geschafft? Aha, okay. Die oberen links, die hier, die kann ich erst festmachen, wenn die Antriebswelle drin ist. Die muss erst rein. Und die kann natürlich erst dann rein, wenn das Getriebe drin ist. Das ist hier. Das kann erst dann rein, sobald er drin ist. Aber wir bauen das ja nicht schön an. Da müssen wir noch das Diff tauschen. Dann können wir es einbauen. Schauen wir mal. Lenkung. Müssen wir jetzt noch die Feder reinmachen.
machen. Und das passt dann so zusammen. Tonne. Und jetzt habe ich keine Lust mehr. Im nächsten Video bauen wir diese beiden Teile ein. Bauen den Motor wieder ein, Antriebswelle rein. Und dann machen wir noch ein Abschlussvideo, ein drittes. Und dann stellen wir das Ding komplett fertig. Es fehlt noch ein Käfigteil, da warte ich noch drauf. Und dann können wir das Ding auf die Räder stellen und fahren. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Video rein, wenn wir das einbauen und wenn wir das Ding fahrtauglich machen. Macht's gut. Ciao, ciao.